Online-Gäste. Quickie. Hallo ihr Online-Gäste draußen. Christian hier mit diesem Quickie zum Thema Rebranding. Dem ein oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass die Online-Gäste jetzt ein neues Logo, eine neue Website und bis auf die Töne eigentlich komplett neues Aussehen haben. Das hat verschiedene Gründe und auf die möchte ich jetzt auch, weil so viele Hörer danach gefragt haben, das hat mich wirklich positiv überrascht, möchte ich auf diese Gründe jetzt mal ein bisschen eingehen. Also ganz konkret, warum ist das Rebranding passiert? Das hatte konkret zwei Gründe. Zum einen wisst ihr draußen ja, dass wir auch bei Radio Korax regelmäßig einmal im Monat mit unseren regulär nummerierten Folgen laufen. Und da kam es jetzt halt einfach innerhalb der Organisation zu ein paar Gesprächen und da unser Original Korax, unser Original Online-Geister-Logo halt eben am Korax-Logo angelehnt war, wurden wir da halt einfach gebeten, wenn möglich, das zu ändern. Und das bringt mich auf den zweiten Punkt. Ich wollte sowieso seit Ewigkeiten mal die Online-Geister ein bisschen anpassen. Also einfach mal das Design auf eine neue Ebene heben. Auch die aus meiner Sicht einfach etwas verstaubte Website, die war jetzt zum Zeitpunkt der Neuauflage auch schon knapp 2 Jahre alt, ohne dass wir da halt gewaltig was gemacht haben. Und einfach aufgrund der Art und Weise, wie sich Dinge verändert haben, wie ich auch Dinge jetzt ändern möchte, hat sich das angeboten. Da auch gleich als Anmerkung, was haben wir jetzt konkret anders gemacht? Also zum einen, unser OGI ist jetzt anders. Das haben ein paar Leute schon als Vodafone-Geist umschrieben. Was mir dann wirklich erst danach aufgefallen ist, dass die Logos sich im Groben ja schon ähneln. Bei uns ist es ja, sag mal, ein Apostroph, bei Vodafone ist es eher eine Art Komma, wie das Ganze dargestellt wird. Aber das war jetzt wirklich rein ein Zufall gewesen. Denn ich hatte nämlich Folgendes vor. Die einen oder anderen wissen ja, dass ich auch mit meiner Agentur Schriftarchitekt unterwegs bin. Und da bin ich jetzt gerade dabei, meine verschiedenen Projekte einfach mal etwas zu sortieren, etwas auch unter einen Hut zu bringen. Neben Schriftarchitekt baue ich jetzt gerade auch einen eigenen Webinarshop unter der-seminar.de auf. Ich habe mich bei socialmediastatistik.de beteiligt. Ich habe neben den Online-Gästen als Podcast auch den Newsletter 2 Minuten und verschiedene weitere Projekte. Und da war lange Jahre das Problem einfach gewesen, dass diese ganzen Projekte so ziemlich für sich gelaufen sind. Das war in der Anfangszeit auch durchaus eine gute Idee und das kann ich auch jedem empfehlen, da einfach was komplett Eigenes erstmal auf die Beine zu stellen, um zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze, wie verhält sich zum Beispiel Online-Geister zu 2 Minuten, geht das miteinander überhaupt, kann ich überhaupt beides stemmen? Das ist so eine Grundfrage, die ich mir damals gestellt hatte, weswegen ich zum Beispiel auch meinte, Online-Geister möchte ich ändern. Es hätte, glaube ich, auch blöd geklungen, willkommen zum Schriftarchitekt-Podcast. Das hat einfach nicht denselben Klang. Verschiedene Projekte brauchen da auch wirklich verschiedene Bezeichnungen. Aber nach den verschiedenen Jahren, bei denen ich auch gemerkt habe, jo, die Projekte laufen, aber es ist halt alles recht uneinheitlich und müsste einfach mal mehr zusammengeführt werden, kam ich eben auf genau diese Idee. Und das hat mich dazu geführt, dass ich jetzt auch ein Rebranding betreiben möchte. Da habe ich mir auch professionelle Hilfe gesucht. Bei Fragen kann man sich da auch gerne an meinen Partner, der gut heißt Simon, mitwenden. Kontaktdaten gibt es sehr gern von mir. Und mit ihm und verschiedenen anderen Leuten habe ich mich einfach mal hingesetzt und geschaut, was macht eigentlich die in Anführungsstrichen Schriftarchitektgruppe so aus? Also welche Projekte habe ich am Laufen, welche Marken oder Brands will ich damit auch vertreten, welche kann ich vielleicht hier und da auch zusammenfassen. Und da war die allererste Frage, nachdem wir das erstmal erarbeitet haben, also nachdem wirklich so eine Übersicht, und da kann ich wirklich eine grafische Übersicht empfehlen, dass einfach eben die einzelnen Logos mit den entsprechenden Abhängigkeiten quasi als eine Art Organigramm erstellt werden. Und dann konnten wir halt uns eine Übersicht darüber arbeiten und im zweiten Schritt uns dann erstmal die Frage stellen, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Wen wollen wir ganz konkret erreichen mit diesen Projekten? Und für mich war das meiste eigentlich schon recht klar gewesen, wen möchte ich bei Schriftarchitekten erreichen? Das sind klassische KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, denen ich dabei helfen möchte, besser zu kommunizieren und Social Media zu meistern. Bei Online-Geistern möchte ich vor allem netzaffine Leute erreichen, also Leute, die sich gerne
da die sich gerne Dinge anhören, beziehungsweise die sich gerne informieren über Netzkultur, Social Media und PR. Ob die das jetzt beruflich oder nur privat brauchen, sei dahingestellt, aber das wäre halt diese Zielgruppe. Bei Social Media Statistik erreichen wir vor allem die, ich sag mal, urbanen Berufstätigen, die sich halt mit der Thematik auseinandersetzen. Und bei den Online-Geistern, beim 2-Minuten-Newsletter, weiß ich, dass ich aktuell etwa 900 Leute erreiche, die halt meine Kurse besucht haben, die sich für die Themen interessieren, sei es jetzt Arbeitsgesundheit im Digitalen, sei es Facebook-Marketing, Mobile-Marketing, Social-Media-Advertising. Da gibt es verschiedene Ausrichtungen. Aber was verbindet diese Leute ganz konkret? Das wäre mindestens ich. Und genauso sind wir dann halt auch einfach mit anderen Projekten fortgegangen. Ich will das Ganze jetzt auch so ein bisschen mal unter der Dachmarke der Seminar auch etwas zusammenfassen, um halt diese verschiedenen Spielstätten, die ich so bediene, auch einfach mal zu zeigen, zu präsentieren und da auch für alle mal so eine gesammelte Übersicht anzeigen zu können. Natürlich im Bestfall gleich verbunden mit einem kleinen Job. Wie das Ganze rechtlich zu handhaben ist, dass das nicht über meine aktuelle Einzelunternehmer-Selbstständigkeit laufen kann, da würde ich in einem gesonderten Podcast nochmal drauf eingehen. Aber hier soll es ja vor allem ums Rebranding gehen. Und nachdem wir halt uns dieses Organigramm als Übersicht erstellt haben und nachdem wir unsere Zielgruppen erstellt haben, ging es dann vor allem auch darum, die Ziele zu erstellen. Also ich weiß, wer hört die Online-Geister, aber was will ich eigentlich damit erreichen? Und da war jetzt die große, große Herausforderung gewesen, diesen gewaltigen Bauchladen, der sich im Laufe der Jahre für den Schriftarchitekt einfach entwickelt hat, etwas zu verschlanken. Und auch einfach verschiedene Dienstleistungen, verschiedene Tätigkeiten auch einfach mal auf andere Bereiche auszulagern. Deswegen findet sich jetzt zum Beispiel bei den Online-Geistern auch so ein Bereich Podcast selber machen, weil wir selbst einen Podcast erstellen und ich mit meinen Dienstleistungen natürlich auch genauso was abdecke. Aber das hat halt beim Schriftarchitekt alles nur so halb gepasst. Deswegen habe ich das jetzt halt hierhin ausgelagert, denn das war halt auch immer eines der Ziele gewesen. Also zum einen sollten die Online-Geister und sind die Online-Geister auch weiterhin ein Podcast, um meine Gedanken zu ordnen, um mich zu trainieren im Sprechen, im Kommunizieren, auch in einer gewissen Weise, um mich selbst besser fokussieren zu können. Das möchte ich jetzt auch stärker verfolgen mit den Online-Geistern. Das ist also weiterhin Ziel. Und euch da draußen, ihr Online-Geister, die ihr da rumschwört, natürlich auch interessante Infos zu bringen. Das ist genauso ein Ziel. Aber ich möchte natürlich auch den Leuten eine Hilfestellung geben, die aktuell das vielleicht hören und sagen, ach, Online-Geister, Podcast, klingt ja nicht schlecht, wollte ich schon immer mal selbst machen. Und die dann halt direkt sehen, ja, Christian bietet das sogar direkt an, Tristan übernimmt dann den Soundmix und so weiter. Wir haben da auch professionelles Equipment, mit dem wir arbeiten können, was wir uns halt einfach im Laufe der Jahre so peu à peu auch zusammengestellt haben. Und mit dem wir natürlich auch anderen Leuten helfen können. Wir haben am Ende sogar ein professionelles Tonstudio, mit dem wir da arbeiten, in dem wir arbeiten, wo wir natürlich auch diverse Dinge aufnehmen können. Das ist für uns dann in dem Sinne eher Beifang zu unseren normalen Sendungen, aber kann für andere Leute natürlich eine sehr, 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 sehr spannende Sache sein und vor allem ist eine Arbeitserleichterung für andere. Da können wir halt helfen und das war so eins der Ziele, die ich jetzt einfach mal ausformuliert habe und wo ich gemerkt habe, da bin ich mit den Online-Geistern zwar hier und da auch, aber häufig auch davon weggegangen. Also in dem Sinne, dass ich halt die Online-Geister für andere Dinge mitbenutzt habe, aber ich vielleicht hätte darauf eher konzentrieren sollen. Und wie packe ich das dann, das wäre nämlich der dritte Punkt, in eine Gesamtstrategie? Da geht es nämlich jetzt ganz konkret darum, bei dem Rebranding, wie verpacke ich diese einzelnen Dienstleistungen? Ich meine, ich kann das Ganze gerne hier und da mit unterbringen. Und das habe ich ja jetzt auch schon mit gemacht. Was ist aber so der nächste große Schritt? Das hieß dann ganz konkret für Online-Geister, für den 2-Minuten-Newsletter und für andere Projekte Rebranding. Das war Teil der Strategie. Das war so dieser erste Schritt der Strategie gewesen, ein neues Logo zu gestalten. Und dieses Logo sollte sich natürlich vom Design her, vom Layout natürlich auch hier und da, aber vor allem vom Design durchziehen.
werden anfangen. Da habe ich mir auch drei sehr, sehr fähige Mediengestalter rangeholt. Bei denen habe ich mich auch in unserer Folge 28, als wir in den Hausmeistereien kurz drauf eingegangen sind, im Rebranding, wir haben alles neu gemacht, bei denen habe ich mich auch nochmal recht herzlich dafür bedankt. Genauer gesagt bei Markus, Laura und Sandra, wenn ihr das hört, nochmal, ich bin euch da sehr, sehr verbunden, ihr habt wirklich wertvollen Input geliefert. Und das war so dieser erste Schritt gewesen, einfach neue Logo-Gestaltung. Da haben wir uns die aktuellen Stände angeschaut, der Online-Geister, des 2-Minuten-Newsletters, vom Schriftarchitekt und von der Seminar. Wie schaut es aktuell aus? Was sind vielleicht Gemeinsamkeiten? In welche Richtung soll das gehen? Wie soll es auch wirken? Und das ist immer so eine Problematik, gerade bei Wort- und Bildmarken. Zum einen natürlich zu schauen, dass das auch nicht belegt ist. Und da kann ich zumindest sagen, der Seminar, Online-Geister, 2 Minuten, das ist soweit alles auch noch frei. Ich würde euch aber empfehlen, unbedingt bei den Hashtags zu schauen, ob die auch frei sind. Da hatte ich nämlich vor Ewigkeiten schon geschaut, Hashtag 2 Minuten, wie schreibe ich, also wie mache ich das überhaupt als Hashtag? Schreibe ich 2 Minuten, schreibe ich 2 Min? Und da habe ich nur festgestellt, als ich da mal etwas recherchiert hatte, unter 2 Minuten gab es um 2010 herum mal eine Bewegung, die nicht nur eine, sondern 2 Trauerminuten für die Opfer des Zweiten Weltkriegs wollte. Das war aber nur in den Niederlanden gewesen und lediglich im Jahr 2010. Das war so kurze Ausraste und inzwischen wird es vor allem, dieses Hashtag 2 Minuten wird inzwischen vor allem dafür genutzt, um beispielsweise bei Fußballspielen näher darauf einzugehen. Ja, 2 Minuten Verlängerung oder Vergleichbares, das war okay. Aber 2 Min habe ich dann auch mal geschaut und festgestellt, nein, da werden 2 Mitglieder einer japanischen Boyband miteinander geschippt. Passt nicht so ganz. Also da einfach schon mal erster Schritt bei so einem Rebranding-Prozess schauen, wofür wird der Begriff, den ich halt branden möchte, schon verwendet? Muss ich da vielleicht irgendwas anpassen? Dann, ich brauche durchgehende Dinge. Also einfach wiedererkennbare Markenkerne. Das kann Schrift sein, das ist bei uns auch Schrift. Wir haben uns am Ende auf die 20th Century Schriftart konzentriert. Oder es gibt auch eine Open-Source-Variante davon, TW-Zen, also quasi die Kurzschreibung davon, die halt recht ähnlich ist, die aber auch komplett frei verwendet werden kann. Und wiederkehrende Elemente waren auf jeden Fall das Hashtag gewesen beim Newsletter und beim Podcast, sowie auch der Tropfen, der bei den Online-Geistern dann halt unser neues OGI-Logo darstellt und der beim Newsletter dann einfach so eine Art Gedankenblase darstellt, worin dann noch so eine Art kleinen Papierflieger, so als Newsletter-Symbol, verwendet wird. Und das Ganze würde sich mit der Zeit dann auch noch ein bisschen weitertragen. Und ein Element, was wir zum Beispiel auch noch mit eingebunden hatten, war dieser kleine rote Wimpel, der sich jetzt bei den Quickies und bei den nummerierten Folgen findet. Denn dieser Wimpel findet sich auch beim DR-Seminar-Logo. Der wird auch für den Newsletter mit übernommen direkt, sodass wir halt da eben auch wiedererkennbare Elemente haben. Das ist so was Grundlegendes, was zum Rebranding erstmal mit zu sagen ist. Dass ich halt einfach diese wiederkehrenden Elemente habe, dass ich auch bestfall verschiedene Leute kontaktiere, die mir dann ein Logo erstellen, die mir verschiedene Logos erstellen. Da sollte ich hier und da vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und dann kann das Ergebnis auch wirklich sehr, sehr gut werden. Also mindestens was halt den Kontakt mit anderen Leuten angeht, dass ich da mich einfach auch mal inspirieren lasse. Insofern auch als Zusammenfassung jetzt für diese Folge, damit wir die 15-Minuten-Marke nicht zu sehr reißen. Erster Schritt für so einen Rebranding-Prozess, gerade wenn es darum geht, verschiedene Elemente einer Organisation, eines Unternehmens zusammenzuführen. Erstmal Status Quo. Organigramm aufzeichnen. Was habe ich für Projekte? Wie stehen diese Projekte im Zusammenhang miteinander? Zweiter Schritt. Ich erstelle mir eine Zielgruppe. Eine Zielgruppenübersicht, Zielgruppenanalyse. Welche Zielgruppe ist für welches Projekt wie relevant? Welche meiner Dienstleistungen, Produkte sollte ich vielleicht auch auf dieses oder jenes Projekt outsourcen oder halt entsprechend ausweiten, umsiedeln, wo das einfach besser passt? Dritter Punkt, dritter Schritt. Ich erstelle mir ganz konkret meine Ziele, also ich schreibe die auch einfach mal auf. Was möchte ich konkret erreichen mit diesen jeweiligen Projekten? Also wozu dient mir mein Newsletter? Wozu dient mir mein Podcast? Wozu dient mir der Schriftarchitekt? Wozu dient mir das DR-Seminar? Und so weiter und so fort. Also einfach, was sind die
Ziele dieses Projektes. Und der vierte Schritt wäre dann ganz konkret die strategische Umsetzung. Also, indem ich mir das alles erstellt habe, habe ich eigentlich schon mir einen Fahrplan gesetzt und kann dann direkt sagen, so, erster Schritt wäre zu schauen, und am besten, da kann ich auch wirklich empfehlen, am besten natürlich auch mit themenfremden Leuten zu schauen. Ich selbst arbeite ja ebenfalls als Consultant und komme dann natürlich immer von außen an Dinge heran und habe dann einfach nochmal eine andere Übersicht. Und mit diesen einzelnen Elementen, die ich mir dann halt einfach durch meine Sichtweise zusammenfasse, kann ich natürlich auch ein besseres Feedback geben. So, das haben die 15 Minuten aber leider doch gerissen. Insofern nochmal die Zusammenfassung, die vier Schritte. Erstens, macht euch ein Organigramm, macht euch eine gute Übersicht. Zweitens, erstellt euch eine Zielgruppe, beziehungsweise erarbeitet, welche Zielgruppen ihr so habt. Drittens, welche Ziele möchtet ihr überhaupt mit diesen Projekten erreichen? Und viertens wäre dann eben die strategische Umsetzung. Im ersten Schritt halt schauen, wie kann ich die Zielgruppen, die Ziele und meine einzelnen Elemente halt zusammenbringen? Was muss ich vielleicht auch machen, um halt Dinge übersichtlicher darzustellen und besser zusammenzufassen? Und die Strategie ist eigentlich nochmal einen komplett eigenen Quickie wert, aber das jetzt erstmal für die Übersicht. Ich bin auf euer Feedback auf jeden Fall gespannt, liebe Online-Geister. Und ansonsten verabschiede ich mich und wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.